glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass eine Situation einem total über den Kopf gewachsen ist und man nicht mehr damit fertig wurde. Und damit herzlich willkommen zu meinem Thema Burnout. Wenn der letzte Funke erlischt. Genau. Und Burnout, da wie solche Stresssituationen immer häufiger werden, stellt sich natürlich die Frage, ob die frühere Managerkrankheit sich zu einer Volkskrankheit entwickelt hat, von der auch Schüler betroffen werden können. Denn anhand dieses Schaubilds lässt sich sehr schön erkennen, dass ab 1994 die Anzahl der psychischen Erkrankungen sehr stark zugenommen haben. Und auch die entsprechenden Krankheitstage deswegen haben insgesamt die Fehlzeiten um mehr als 80% zugenommen. Und das ist schon eine sehr beachtliche Zahl. Und insgesamt sind ca. 30-50% aller Berufstätigen betroffen und dabei spielt die Branche überhaupt keine Rolle. Aber es können natürlich auch Schüler betroffen sein. Und so hat eine Studie der Arbeitsgemeinschaft für Präventionspsychologie herausgefunden, dass ca. 50% von 1,5 Millionen Schüler gefährdet sind und das fängt sogar schon in den unteren Klassen an. Im Studium sind es dann ca. 80.000 Studenten. Und die Zahl, die steigt immer mehr an aufgrund der Einführung des Master-Bachelor-Systems, weil da steigt der Druck für jeden Einzelnen noch mehr an, weil man muss einfach immer mehr leisten, um irgendwas erreichen zu können. Genau, und nun zu meiner Gliederung. Also am Anfang möchte ich den Begriff erklären, ja, was ist denn überhaupt Burnout? Dann, was der dazugehörige Stress bedeutet, die Verursacher klären, damit man das dann irgendwie auch versucht zu vermeiden. Ebenso die Symptome, woran man Burnout erkennen kann, die Frage, ob es mit einer Depression gleichzusetzen ist, verschiedene Burnout-Typen folgen und letztendlich mit euch zusammen einen Weg aus der Krise erstellen. Nun zum Punkt 1, Definition. Also der Name Burnout kommt aus dem Englischen to burn out, also ausbrennen, und beschreibt den Zustand der körperlichen sowie emotionalen Erschöpfung. Es ist ein Fachterminus aus der Erwachsenenpsychologie, weil die eigene Situation auf einer sehr speziellen Art und Weise reflektiert werden muss, wozu Kinder noch nicht in der Lage sind. Und der Begriff wurde erstmals von dem Psycholytiker Herbert J. Freudenberger im Jahr 1974 in Deutschland verwendet. Aber es gibt bis heute, dennoch gibt es bis heute keine exakte Formulierung für den Begriff Burnout. Jedoch müssen folgende Komponente vorhanden sein. Einmal eine emotionale und körperliche Erschöpfung, dann eine Abkapselung von Freunden, Familien und Arbeit, sowie das fehlende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Burnout ist nur eine Zusatzdiagnose und keine Behandlungsdiagnose. Das liegt auch damit zusammen, dass man Burnout einfach nicht richtig definieren kann. Burnout entsteht jedoch nicht auf einmal, sondern das ist ein schleichender Prozess über Wochen und Monaten hinweg. Und so sind es auch die langsamen Stresssituationen, die sich auf die Psyche emotional einwirken und nicht eine einmalige Belastungssituation. Genau. Ja, was bedeutet denn jetzt Stress überhaupt, von dem ich die ganze Zeit rede? Sind das so kleine Monster, die Nerven blank scheuern? Nein, natürlich nicht. Also das ist die natürliche Reaktion unseres Körpers auf Herausforderungen. Und hat einen evolutionsbedingten Hintergrund, denn früher war Stress überlebenswichtig, da er unseren Körper mobilisiert und ihn auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Und durch die Ausschüttung der Stresshormone, die bewirken, dass wir in Sekundenschnelle über neue Energie verfügen und somit auch geschwind reagieren können. Außerdem erhöht sich unser Puls und auch einen höheren Blutdruck. Die Atmung wird beschleunigt und unsere Sinne geschärft. Jetzt befindet sich unser Körper in der Höchstform und ist in der Lage, jeder Gefahr zu trotzen und auch zu triumphieren. Doch Stress hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, da wir ja nicht mehr ums blanke Überleben kämpfen müssen. Und ich denke, jeder kennt jetzt die neue Art von Stress und deswegen möchte ich mal von euch, dass jeder mal aufschreibt, was er selbst unter Stress versteht. Also, ich habe das jetzt in der Säule Spirale darstellen.
weil das Problem ist nämlich oft, dass das Druck, dass das Ventil zum Druckablassen fehlt und dass immer mehr Aktion zusammenkommt und der Körper sich in einer andauernden Anspannungsphase befindet. Und ihr habt jetzt erschrieben, einmal Erfolgsdruck auf Arbeit, dann zu viel auf einmal, in möglichst kurzer Zeit begrenzt eine Aufgabe sehr gut, genau, exakt zu lösen und dabei mit anderen zu konkurrieren. Der Gedanke, was macht der andere, mache ich es richtig? Das ist Stress. Oder Druck, dann ebenfalls wieder enormer Zeitdruck und die Leistung in einer für mich nicht machbaren Zeitspanne zu erfüllen. Ja. Die sind zwar schon ein bisschen ähnlich, aber dennoch sind sie verschieden und es liegt daran, dass die Grenzen bei jedem Menschen individuell sind und in den Genen fest verankert sind. Und dies bringt uns zu der Frage nach der Belastungsgrenze. Wir merken auch oft nicht, wann wir diese Belastungsgrenze hier überschritten haben und fordern halt immer mehr von uns. Und unterhalb der Belastungsgrenze haben wir noch die volle Kontrolle über die Situation. Wir haben verschiedene Bewältigungsstrategien und wir können das regeln. Wenn wir jedoch die Belastungsgrenze überschreiten, dann laufen die Stressreaktionen selbstständig ab und wir haben kaum noch einen Einfluss auf die Situation. Es zählt nur noch der Abbau von Emotionen wie Ärger oder Frust. Und dabei sind auch kleine Aufgaben sehr sehr wichtig, bemerkenswert, weil wir die oft übersehen und dennoch können sie zu einem Riesenhindernis werden, die an einem anderen Tag überhaupt kein Problem werden, aber weil wir schon so gestresst sind, werden sogar die kleinsten Aufgaben zum Problem und die sind besonders heimtückisch, weil wir sie oft erst merken, wenn es schon viel zu spät ist. Genau, aber auch heutzutage ist Stress nicht nur negativ, denn ein völlig stressfreies Leben wäre auch ungesund. Da ist unsere Aufmerksamkeit erhöht und wir dadurch leistungsfähiger werden. Außerdem haben wir eine größere Motivation, die Dinge anzugehen und arbeiten auch effektiver. Dadurch können wir dann auch bessere Ergebnisse erzielen und dies alles gibt uns das Gefühl, eine Herausforderung erfolgreich bewältigt zu haben. Was natürlich auch unser Selbstvertrauen steigert und wir wieder zuversichtlicher gegenüber neuen Aufgaben hingehen. Und diese ganze Art von Stress, wie man hier so sieht, nennt sich Eustress, also positiver Stress. Wenn wir jetzt aber dann unsere Belastungsgrenze hier wieder überschreiten, dann wandelt sich der positive Stress in negativer Stress, genannt Distress. Und das ist dann wieder, wie gesagt, der Stress oberhalb der Belastungsgrenze, wenn keine Erholung für den Körper erfolgt. Und dann kann es zu organischen Krankheiten führen und letztendlich auch zu Burnout. Denn tausend Dinge gleichzeitig zu tun, erfordert viel Kraft, die auch irgendwann einmal zu Ende ist. Und dabei ist es halt immer wichtig, dass positive und negative Aktivitäten ausgeglichen sind. Genau. Nun zu den Verursachern von Burnout. Da habe ich als erstes jetzt mal die Schnelllebigkeit der Technik herausgegriffen. Denn mit der Verdichtung der Arbeitswelt steigt auch der Zeitdruck und der Fluch der ständigen Verfügbarkeit. Denn dank im iPhone und mobilem Internet sind wir jederzeit bereit, neue Aufgaben zu empfangen, die dann natürlich auch dringend erledigt werden müssen. Und zusätzlich gestalten wir dann unseren letzten Rest der Freizeit damit auf Facebook, Twitter oder Skype unser Leben zu präsentieren. Und deswegen sind wir nicht nur unentwegt erreichbar, sondern auch durch und durch gläsern geworden. Genau. Überflutung zusammen, denn wir ertrinken in einer Informationsflut an Werbung, Reizen und neuen Medien. Denn in einer 24-Stunden-Medienumgebung werden wir mit allen möglichen Inhalten von Aussagen und Arten von Inhalten und Aussagen bombardiert, dessen eigentliche Wahrheit nur sehr klein ist. Und deswegen ergab sich auch durch eine Studie, dass sich ca. 40% der jüngeren und sogar 60% der älteren Generationen von dieser Datenflut überfordert fühlen. Und hier kann man auch schon erkennen, wie stark das sich ausgeweitet hat. Also 2000 gab es noch 59 Handyverträge und 2010 schon 134.
Ebenso stieg auch das Datenvolumen rapide an und auch die Internetnutzer haben sich auch mehr als verdoppelt. Ebenso wie die Nutzung der weltweiten E-Mails. Wir erleben also in der Gegenwart eine dreifache Beschleunigung, und zwar die des technischen Fortschritts, des sozialen Wandels und des Lebenstempos. Und dadurch werden wir gezwungen, uns andauernd mit anderen Menschen zu vergleichen, was unser Leben natürlich zu einem Wettkampf auf höchstem Niveau werden lässt. Und das ist für viele auch schon sehr belastend, weil sie denken, sie können da nicht mehr mithalten, sie schaffen das einfach nicht, sie haben nicht die nötigen Qualifikationen.